Woche mal ein bisschen was auf dem Server machen. Dann kann ich was nur meist erstmal säen. Wenn du Lust hast, muss ich dir gleich nur mal die Anmeldedaten für den Server nochmal geben. Dann mach doch einen Gäste-Account noch eben für dich. Ja. Also für den zum Starten und Stoppen des Servers und Admin-Passwort weißt du. Sauber. So, schreibe ich dir das gleich nochmal. Machen wir gleich nach der Runde. Neuer kannst du dich in der Woche mal melden, wenn du spielst, dann komm ich auch. Dann, na wenn, dann würde ich schon gleich ab morgen anfangen. Boah, ich weiß besser gesagt ab Sonntag, weil morgen bin ich mal baden. Jetzt muss ich Sonntag mal melden. Ich bin wahrscheinlich da. Da können wir das nämlich machen, weißt du, dann können wir die Dinger nämlich Tschüss. Auch mal voll knallen. Nächster. Kannst daneben fahren, Steve. Mhm, mach ich. Es ist Schwachsinn, wenn du das machst. Oh, ist ja Telefon, ich werd will. Ich geh jetzt nicht, ich bin jetzt außer Dienst. ich weiß ja, wer es ist ja das Schlimme. Wer ist wenn es? Ich da jetzt rangehe, kommt ja erstmal gar nicht vom Hörer weg. Das ist... Boah, das kann ja das ist nur sowas wie Oma oder so sein. Ja, deswegen. Ja, es geht wegen Essen und so weiter nur. Da muss ich jetzt leider noch eine halbe Stunde gedulden. Ja. Jetzt tun wir mal bei den Gefallen und fahr rückwärts rein. Ja, hörst du doch da noch lauter ins Mikrofon rein, Kollege. Ja, einer muss ja. Ja, einer muss ja, genau. Ich krieg meine Flasche nicht auf. Alter. Aber warte, 10 Sekunden klingelt jetzt auf meinem Handy. Oh. Musst du Leute einfach wegdrücken. Irgendwann schnallen die das. Das war nur mal, geht jetzt schlecht. Spätestens beim dritten Mal rallen sie dann auch. Ja. Ja, beim ersten Mal hast du das schafft, einfach 8 Mal mich anzurufen. Und am 8. Mal hat es dann erst verstanden, aber... Kann man machen. Beim ersten Mal kann das ja noch versehen sein, dass man irgendwie aus dem verkettet hast oder so. Ja, hatte sie auch gedacht, dass ich es dann 5 Mal irgendwie auch so vertippt habe, so ungefähr. Beim ersten Mal kann es passieren, beim zweiten Mal wird es schon unrealistisch und beim dritten Mal muss man es geschnallt haben. Sollte man es geschnallt haben, ja. Akkuverbrauch, ja, mir doch egal. Halt nur eine halbe Stunde durch, dann passt das. Warte. Oh, Aufnahme läuft. Kann weitergehen. Egal, ich habe die Rundumleuchte an. Puls 1. Bitte? Position 1. Ach, okay. Ah. Das soll sehr viel Performance verbrauchen, ne? Also ich merke davon nichts. War das nicht mal irgendwie so ein LS-Teil, dass es irgendwie so viel Performance verbraucht hat? Das war mal. Das war bei ETS. Ja, moin! Yes! Wir sind Maurice losgeworden. Party, Party! Ist voll. Bin voll. Aber solange der nicht auf dem TS disconnected, kann es nicht so schlimm sein. Ich speichere mal ab. Gibt's bestimmt eine Synchro. Oder lass Maurice nicht mehr wiederkommen, haben wir noch eine halbe Stunde einfach unsere Ruhe. Wird hier vorne wiegen, ja, ne? Hab ich mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob die das jetzt auch tun. Oh! Jetzt ist aber, hä? Wie geht das denn? Disconnected auf Teamspeak, aber synchronisiert im Spiel. Typisch Internet. Hallo und herzlich willkommen. Benutzer hat deinen Channel betreten. Hey, da ist er wieder. Ja, Chef muss doch am Arbeiten sein. Was war los? Ja, keine Ahnung, ne? Da war es weg. Also die Tür hat sich die NSA gerade bei mir reingehackt hier, deswegen. Hast du kein WLAN-Kabel oder was? No, er hat sein WLAN-Kabel gezogen. So, jetzt bin ich Chef hier weiter am Arbeiten. So. Ja.
Da wäre eigentlich wieder LS-Sound. Auch gut. Ja, vom S19 ist ja auch noch nicht so viel bekannt. Links ab links. Eigentlich ist das ja meistens so die 3 Monate vor Release. Ist eigentlich mal richtig Party-Alarm. Sagen wir mal 4. Boah. Ganz hinten links, bitte. Mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Ja. Oder ein Bier, geht auch. Bier geht immer, ne? Oh. Von mir aus gesehen links, ne? Ja. Wie lange habt ihr letztes Mal fürs Häckseln gebraucht? Ewigkeit. Ja. Muss ich auch das kleinste Mehrwerk dafür, kleinste Maisgebiss dafür holen. Ja, kommt als nächstes erstmal Feld 7 und dann kommt ein. Oh mein. Überleg mal alle Felder einmal Mais drauf, dann hast du aber auch Party. Ja, die will ich nicht machen, die Party, ganz ehrlich. Sebastian, wenn wir Samstag Zeit haben, machen wir das. Sonntag Zeit haben, machen wir das. Was? Über auf allen Feldern Mais drauf. Vor allem auf dem großen da hinten. Die BGA wird voll, also die BGA wird voll sein. Was soll aber dann auch wieder 2 Abfahrer? Brauchst du 20 Abfahrer und 3 Häckslerfahrer. Mindestens. Oh, wir könnten Kursplan mit auf dem Server nehmen. Das könnte dann, man machen, ja. Das funktioniert. Ich habe aber die Multiplayer-Version noch nie gefunden. Hast du die? Oder ist das die ganz normale Version? Ist die auch Multiplayer-fähig? Oder gibt's dann extra Version? Ich glaube, das ist der ganz normale. Aber ich kann es dir nicht sagen. Müssen wir mal gucken, wenn wir Samstag wirklich, weil kannst du Häcksler. Da kannst du die einfach einstellen und du häckselst dann oder so. Oder du oder den Häcksler bloß einstellen und du fährst dann. Oder wir fahren zu zweit, weil wenn wir erstmal abkippen, dann kriegen wir wohl hin. Ja, aber da möchte ich dann immer mal erinnern. Wie du meist nur den Anhänger siehst und den Schlepper nicht. Bei Steve, voll lustig. Ja, 9 Meter. Maurice, hast du keinen größeren Anhänger am Hof? Nein. Cool. Nee, also wie gesagt, wir können das gerne morgen Abend mal ausprobieren. Dann musst du dich morgen Abend mal bei WhatsApp melden oder Teamspeak mal anstupsen. Irgendwie schon nennen. Ja. Mal schauen, wenn ich morgen Nachmittag oder so irgendwie Lust und Zeit, da fange ich vielleicht bei dem großen Feld schon mal einen Weizen zu machen. Suabohnen. Zweieinhalb Stunden. Ich habe das schon mal geerntet. Ich weiß nicht, wie lange ich da dran war. 3 Stunden oder so. Eine Wahnsinnszeit. Wurde das Zeug erstmal einlagern oder wegbringen sofort? Kann ich gerade nicht schon. Man kann ja nur 100k ins Lager einpacken. Aber 100k sind ja schnell erledigt. Da hast 3-4 Anhänger drin, ist das Ding voll. Aber von dem Feld kriegst du ja mehr, dann wird er direkt verkauft erstmal. Naja, schauen wir uns dann an. Ja, Jungs, ihr könnt dann erstmal, wenn es bitte geht, nur rechts und links erstmal ein bisschen was hinschütten. Bin nochmal fix in der Rauchen. Okay. Immer die Suchtis. Maurice noch da? Ja. Der ist gerade genervt von mir. Vor allem bei mir, ich hab das ausgesprochen und dann habe ich den Text erst bekommen. Mega geil. Ah. Ja. Hey. Oh Mann. Maurice, 20 Minuten hast noch. Maurice, dadurch, dass du nicht ans Telefon gegangen bist, ist deine Oma jetzt so wütend gehabt, jetzt macht sie die Internetschwierigkeiten. Ach ja, jetzt disconnected der auch nochmal, das heißt, er hört mich gar nicht. Oh. Doch, ich höre dich. Achso, schade. Gesundheit. Ach ja. Wir haben so Sonntag häckseln, ey. Da werde ich dem Häcksler erstmal anderes Maisgebiss spendieren. Jo. Das dauert ewig, ey. Würde ich dir raten. Doppelt so groß auf jeden Fall, ne?
Hm. Wir wollen immer schon. Was? Also mein Internet hat nichts zu meckern, deswegen warum ich jetzt die ganze Zeit die Disco-Party habe hier. Das Spielchef sagt, alles in Ordnung. Hast du mal Log geguckt vom Server, von einem Spiel, was da ob da irgendwie rummault? Hab ich jetzt nicht geguckt. Ja, bin voll, Marc. Ja, ja. Ach ja. Na, oh, ich hasse es. Das können die im 19er auch mal abschaffen. Ja, das wäre die. Das haben manche Spiele schon schöner hingekriegt. Wir haben jeden Scheiß hier hängen mal. Ja, du hast halt so einen großen. Räumt er davon, dass er einen hätte. Mal gucken, wie es da überhaupt bei dem Bussimulator ist im Multiplayer, ne? Ja. Man soll ja auch sogar bei den eigenen Mitspielern irgendwie die Fahrkartenkontrolle machen können, ja. Oder so, ne? Naja, das funktioniert doch alles. Was mich halt extrem gewundert hat, trotz dass das Spiel eine Alpha- oder eine Beta-Phase, ja, gerade noch ist, so, dass das ja schon so synchron und flüssig, ja, läuft. Das Einzige, was mich über den Bussen nervt, das ist Alt-In-Schwenktüren. Das ist ja größte Nonsens ever, weil man Citaro. Können sie nicht mal Schiebetüren aus dem Cetra in diesen verkackten Citaro reinbauen? Ehrlich, ey. Größte Nonsens, den ich je gesehen habe. Also eigentlich ist der größte Fehler, der aktuell noch ist, der sehbar ist, ist ja, dass hinten die Lichter vom Gelenkbus. Ja, das auch. So ein, ja, bisschen, und das Gelenk selber auch ein bisschen mal geht. Ja, das fixen die ja noch. Ah, ja, das passiert allen noch, das wird gemacht, aber das ist doch. Citra kriegen sie es hin, komischerweise, ne? Aber irgendwie man sieht da auch, kriegen sie nicht geschissen, mal eine Fliegeschiebetür reinzubauen. Ehrlich, ey. Naja. Ja, vielleicht kommt man noch was, weil das ist doch scheiße sowas. Ich hoffe, die Mod-Community arbeitet an dem Spiel ein bisschen. Ich hoffe mal, dass die Busse generell nochmal gefixt werden. Ich hab noch keine Türtaster gesehen, die so lange gedrückt bleiben, bis die Tür offen wieder zu mal gemacht wird. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Vor allen Dingen, dass sie die Türen von innen verriegelt werden, das ist schon mal total unrealistisch. Ja, das ist so viel, was dann noch gemacht werden muss an dem Spiel. Ja, das war schön gut, dass der Multiplayer läuft. Das war aber auch schon fast alles. Die Bahn, geht das Cetra, ist an sich nicht schlecht. Das Lenker ist aber auch scheiße gestellt. Ne? Position. Also. Ja, der Iveco ist auch eine große Katastrophe. Also das Fahrzeug an sich, also von der Realität her, Iveco. Die nur, dass die Karre in Wiesbaden fährt. Also. In so einem Iveco saß ich bisher noch nie drin. Ja, und ich habe ihn nur vom Weiten gesehen, dann musste ich mit zum Hotel zurück, als ich einfach mal da war. Irisbus, ne? Ne, Urban Way. 18, nicht Irisbus. Ich bin sogar mit dem Irisbus mal gefahren. Ja? Mitgefahren, aber nicht selber gefahren. Und? Ach, schon 10 Jahre her, glaube ich, weiß gar nicht. Ach, mehr, mehr sogar. Kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Auf. Ja, aber wie gesagt, da von dem der Niklas, der Solaris, der sieht richtig klasse aus. Und der läuft auch schon im Spiel. Ja. Ja. Ja, ich habe das Video nicht gesehen von dem, deswegen. Nee, Bilder, der hat nur Bilder gezeigt erstmal. Kann ich dir mal schicken. Maurice, leit mal weiter. Jo. Oder Steve, schick's mir selber. Was sagen? Aber die sahen echt klasse aus, auch mit dem Capio und so, ne, mit dem Cap. Ja. Reittürer war er, glaube ich, sogar gewesen. Ach ja.
Als würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen, ey. Kommt schon der andere wieder angerast. Maurice bräuchte eigentlich nur noch so einen Anhänger, wo so 10, 15 km mehr reingeht. Dann wird die Abfahrtkolonne... Oh, hallo Server. Wird die Abfahrtkolonne perfekt passen. Aber bei Steve passt so viel rein, dass Maurice immer wieder pünktlich da ist. Nur umgekehrt passt das nicht. Aber wir hatten doch schon mal einen gehabt von diesem grünen Ding, von dem Strautmann. Das ist ja, den du hast. Ja, wir hatten ja da mehrere gehabt. Nein. Nicht? Nein. Ja, wir noch mal... ja, wie der Fuhrpark war ja ausgelegt für den Anfang. Ja, wir wollen ja damit jetzt nicht die ganze Map hier bespielen, das ist ja klar. Nur jetzt wollen wir erstmal Feld 7 haben. Und dann, dass wir dann da dann weiter investieren. Mal schauen, ob der Hexer das jetzt gleich schnallt und direkt umspringt oder ob das nix wird. Der springt um, denke ich. Wenn das jetzt bei mir nicht gleich hat, Standbild, hallo, danke. Boah, ja. Steve, und gib Gummi. War das da mal ein flüssiger Übergang gewesen? Hier kann man auch Stunden verbringen, ne?